Der Nehammer hat ganz andere Lebensgefährder verfolgt. Nicht die wirklichen, die islamistischen Terroristen, nicht diejenigen, die eine Gefahr für uns alle darstellen, sondern die Lebensgefährder, die er als solche definiert hat. Die Mütter, die im Park gewesen sind und mit ihren Kindern Ball gespielt haben während eines angeblichen Ausgangsverbots. Das waren die Lebensgefährder für den Herrn Nehammer. Oder Leute, die am Parkbankerl gesessen sind und statt 1,50 Meter, 1,30 Meter Abstand gehalten haben zu demjenigen, der daneben vorbeigegangen ist. Oder Leute, die Mutterseelen allein irgendwo einen Klimmzug in einem Park gemacht haben. Das waren die Lebensgefährder des Herrn Nehammers. Na, das ist ein echter Held, liebe Freunde, solche Leute zu verfolgen und denen Strafen drauf zu brennen, aber die Islamisten durchschlupfen zu lassen. Das ist ein Witz, was da im Innenministerium aufgeführt wird unter seinem Kommando.